Ja, hallo, ich bin die Joya von Miteinander Lernen. Und hallo, ich bin die Lisa von Gemeinschaft Neuer Lebenswelten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, um euch zu unterstützen auf dem Weg in den häuslichen Unterricht. Und da geht es gleich einmal weiter mit dem Thema Frist. Da hat es ja viele Unklarheiten gegeben und viele verschiedene Fristen. Und es gibt nur eine Frist und da wirst du uns was genau dazu sagen, Joya. Der häusliche Unterricht muss vor Beginn des Schuljahres angezeigt werden. Ja, das heißt, bis zum letzten Ferientag. Ich würde es zwar nicht empfehlen, das jetzt auszureizen, aber doch, also all diese Informationen mit, es geht jetzt nicht mehr und die Schule hat jetzt gerade Ferien und die Schule muss ja da involviert werden und das Formular unterschreiben. Formular haben wir eh schon im Teil 1 besprochen, ja. Also ihr könnt jederzeit bis zum Ende der Ferien die Kinder in den häuslichen Unterricht abmelden. Genau, das war jetzt ein guter Hinweis mit der Schule, weil es steht ja drauf, die Schule muss unterschreiben, muss aber nicht, wenn man das eigene Formular auch schreibt. Es ist nicht verpflichtend, dass man die Schule angibt. Die Bildungsdirektion ist der Ansprechpartner, ja. Also dorthin muss das Schreiben gehen und natürlich wird dann auch die bisherige Schule informiert, aber die Bildungsdirektion ist wichtig und natürlich eingeschrieben. Mhm. Ja. Und im häuslichen Unterricht ist ja dann die Sprengelschule zuständig. Wenn die Kinder dann im häuslichen Unterricht sind? Wenn die Kinder im häuslichen Unterricht sind, dann sind wir als Eltern zuständig. Man kann aber über die Sprengelschule die Schulbücher beziehen. Ja? Genau. Mhm. Das ist eigentlich die einzige Aufgabe der bisherigen Schule. Genau. Ja, was wir auch noch besprechen wollten, weil wir doch jetzt schon vermehrt gehört haben, dass der häusliche Unterricht teilweise untersagt wird. Der übliche Fall ist der, wie wir schon besprochen haben, ist ein Verfassungsrecht. Ja, ich schicke die Anzeige zum häuslichen Unterricht, die Behörde schickt mir einen Bescheid. Diese Anzeige wird zur Kenntnis genommen und das war's dann. Ja. Wenn allerdings ein Bescheid kommt, dass der häusliche Unterricht untersagt wird, finde ich es ganz wichtig, sich da wirklich in Erinnerung zu rufen. Die Untersagung ist nur möglich, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass der häusliche Unterricht nicht gleichwertig sein wird. Klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber das ist die Formulierung. Ja. Das heißt also im konkreten Fall, die Behörde muss argumentieren, warum sie glaubt, dass der häusliche Unterricht nicht gleichwertig sein wird. Und da kann die Behörde nicht einfach nur sagen, weil Schule grundsätzlich besser ist, sondern die muss wirklich konkret argumentieren für eure Familie, für euer Kind. Ja? Und deswegen an solchen Bescheid also sofort beeinspruchen. Ja? Mhm. Das steht eh die Frist drauf, ich glaube das sind 14 Tage oder was, Ihnen binnen 14 Tagen eine Beschwerde gegen diesen Untersagungsbescheid einbringen und sagen, die Behörde möge bitte ihre Beweise vorlegen. Und meiner Meinung nach also kann das vor keinem Gericht halten. Ja. Weil die Behörde dann eben auch in der Beweispflicht ist, haben wir gesagt. Die so Behörde ist dann ja tatsächlich in der Pflicht, Beweise vorzulegen, warum sie das ablehnen. Ich meine, andere Sache ist, wenn das Kind schon mal im häuslichen Unterricht war und die Externistenprüfung nicht positiv war, okay, dann hat man einen schlüssigen Beweis, ja. Aber nachdem ja viele jetzt in der Situation sind, dass sie das zum allerersten Mal machen, kann das eigentlich gar nicht sein. Es gibt sogar schon Entscheide, ja, wo das sogar schon ausjudiziert ist, ja, dass ein Gericht festgestellt hat, bei einer erstmaligen Abmeldung in den häuslichen Unterricht ist es fast unmöglich, ja, diese Untersagung überhaupt zu argumentieren. Und in Erinnerung auch rufen, noch einmal mit dem Staatsgrundgesetz, worin ja verankert ist, dass der häusliche Unterricht keinen Bestimmungen unterliegt. Keine Beschränkungen. Beschränkungen unterliegt, ja, genau. Also ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung holt, weil dann ist der Blick einfach auf solche Bescheide ein ganz anderer. Gell? Ja. Und grundsätzlich einfach wirklich ein bisschen die Angst verlieren vor eingeschriebenen Briefen. Also es ist nichts Schlimmes. Ja? Wir schicken einen eingeschriebenen Brief hin, dann kommt ein eingeschriebener Brief zurück und dann schicken wir vielleicht noch einmal einen eingeschriebenen Brief hin. Und immer auf Augenhöhe, auch mit diesen Menschen in den Behörden und vor den Gerichten sein. Das sind ja auch nur Menschen, so wie wir. Ja? Das also einen guten Austausch anstreben mit den Behörden natürlich auch. Natürlich, weil was ist denn die Grundst, also die ursprüngliche Aufgabe von einer Bildungsdirektion? Ja? Sie sollen uns Eltern dabei unterstützen, dass unsere Kinder bestmögliche Bildung kriegen. Wir haben ein gemeinsames Interesse.
Ja? Grundsätzlich, ja? Genau. Ja. Und da waren wir dann kurz noch bei dem Thema eben die Verpflichtung. Es war ja nicht so geplant, dass jetzt jedes Kind verpflichtet ist und gezwungen wird, in der Schule zu gehen, sondern es war ja geplant, dass es ein möglichst breites Angebot gibt, um Kindern Bildung zu ermöglichen. Und das Ganze hat sich halt jetzt in Eigendynamik in eine Richtung entwickelt, dass auf einmal jedes Kind und gleichzeitig die Eltern sich da jetzt gezwungen fühlen müssen, ihre Kinder erstens einmal nicht aus der Schule rausnehmen zu dürfen, beziehungsweise in der Schule geben zu müssen. Das muss man auch, finde ich, ist ganz wichtig, das sich selber zu überlegen, wie zielführend das ist, wenn man Kinder zwingt, eine Schule besuchen zu müssen. Ja, ja. Ja. Und als ob sie sonst nichts lernen würden, ne? Genau, das kommt dann in unserem nächsten Teil, genau. Wie Kinder lernen.